Ja, hallo meine Lieben. Ich bin hier heute auf der Eisenwarenmesse in Köln. Ich habe hier auch noch zwei Kollegen dabei. Einmal den Kreativbär und einmal den Ali. Hi. Und wir waren gerade bei Wolfkraft, haben uns ein bisschen unterhalten und ja, jetzt wollen wir hier noch ein bisschen rumlaufen, mal gucken, was es hier sonst noch so gibt an Firmen. Hier ist ja alles vertreten. Was habe ich heute schon alles gesehen? Schepach, Holzmann, Knipex und ich weiß nicht, Tormek habe ich auch gesehen und also wirklich ganz viele Firmen. Und mal gucken, was wir hier sonst noch so machen können. Ich werde noch mal ein bisschen filmen für euch, wenn ich jetzt hier gleich rumgehe. Und dann schauen wir mal. Ja, hier auf der Messe ist ja eine Gewerbemesse. Also hier kommen Privatleute eigentlich nicht rein. Und hier werden die ganzen Neuheiten vorgestellt. Und jetzt sind wir gerade bei Stabila vorbeigelaufen, bei Vera vorbeigelaufen. Und hier sind ganz viele Firmen, die ich überhaupt noch nie kannte. Ja, Wahnsinn, oder nicht? Also es ist wirklich der Wahnsinn, was alles für Firmen hier überhaupt sind. Ja. Vor allem, wir haben schon, glaube ich, 100.000 Akkuschrauber gesehen oder Akkuschrauberhersteller. Mindestens. Die irgendwie alle gleich aussehen. Also echt. Ja. Man wird auch irgendwie ziemlich überlagert von der ganzen Geschichte, finde ich. Also es ist echt viel wahnsinnig, was hier an Firmen ist. Ne? Ja, auch viele kleine Firmen, die halt, ja, ich weiß nicht, nur Pinsel sind wir gerade vorbeigelaufen. Ne? Ja. Hier haben wir zum Beispiel Schraubstücke und Ambusse. Ja, und die stellen nur diese Sachen her. Ja, also, mit Graffiti und so. Mit Graffiti? Ja, mit Graffiti drauf. Ich meine, das ist nicht verkehrt, ne? So einen möchte ich auch haben. Ja, mit unserem Logo. Wäre auch genau, mit Sache. Unserem Logo. Ja, ist doch eine coole Sache. Ja. Ja, ich nehme euch mal mit hier. Also hier gibt es ganz viele Firmen, die sagen mir überhaupt gar nichts. Und zum anderen sind aber auch gewisse Werkzeuge, wo ich auch gar nichts mit anfangen kann. Oder geht die das anders? Nee, das sind auch Sachen, wo ich denke, so, wofür ist das? Wofür braucht man das? Also ja, genau. Also es ist schon interessant. Es ist Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie lange sind wir jetzt ungefähr hier? Seit 10 Uhr, ne? Seit 10. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Aber wir haben unter weitem vielleicht 10%, wenn überhaupt, gesehen bis jetzt, ne? Hier ist echt viel. Wenn überhaupt, ja. Wir waren ja bisher nur in Halle 10. Ich weiß nicht, das sind 10 Hallen hier, ne? Das war übrigens das Ali, der gar nichts sagt. Ja, der überhaupt nichts sagt. Ich bin jetzt gerade beschäftigt mit meiner Kamera, aber die Jungs waren das richtig gut. Deshalb. Was hast du denn bisher hier von der Messe mitgenommen? Boah, viele Werkzeuge, aber es ist auch ein bisschen unübersichtlich, sag ich mal. Also, du hast echt viel zu viel. Ja, es ist auch irgendwie nicht sortiert. Ne? Jetzt gibt es hier zum Beispiel Spritzpistolen, hier auf der linken Seite gibt es Koffer. Dann kommen bald wieder irgendwie Akkuschrauber wieder zu sehen in zig verschiedenen. Das Einzige, wo es nachher geordnet ist, ist nach Ländern. Also es gibt eine Taiwan und eine chinesische Halle. Da sind wir nämlich reingekommen und da war halt. Ja, genau. Und, also, wenn ihr etwas kleiner seid und ihr wollt euch groß fühlen, dann müsst ihr in so eine Halle reingehen. Da seid ihr die Riesen unter den Leuten. Genau. Ihr beide definitiv. Ja. Ihr beide definitiv. Ja, da nutze ich heute auch die Chance und werde jetzt verkunden, wer die ENT-Karten gewonnen hat. Ich habe mir da welche ausgesucht und da gucke ich mal eben kurz. Ich habe mir das nämlich aufgeschrieben. Ja, folgende Leute haben eine Karte gewonnen. Und zwar Made by Ben, der Werftmitarbeiter, Luis, da weißt du Bescheid, und Jonas G. Ja, die fünf möchten sich gerne bei mir melden, auch wieder über meine Kontaktdaten, über meine Webseite. Und da könnt ihr mir schreiben, dann schicke ich euch den Code zu und dann könnt ihr euch da anmelden und ja, sehen wir uns dann auf der Messe. So, wir sind jetzt gerade raus gewesen und haben eine kleine Pause gemacht. Ist doch anstrengend, hier so über die Messe zu rennen und im Schneckentempo. Hier ist ziemlich voll und jetzt gehen wir noch mal rein und gucken noch mal in die obere Halle, in die Halle 10, was da noch so Sache ist und welche Firmen da so sind. Ja, jetzt sind wir hier auf dem L-Box-Stand. Ihr habt ja bei mir gesehen, dass ich ganz viele L-Boxen auch jetzt benutze für meine ganzen Schraubenablagen. Und ich war ganz verwundert, dass es eine eigene Firma war. Und hier seht ihr ganz viele L-Boxen und auch große. Da vorne zum Beispiel sind die neuen L-Boxen, die auch Bosch benutzt, was ich auch nicht wusste, dass zum Beispiel Knipex oder Fischer, Dübel oder WH, über 200 Firmen benutzen die L-Boxen.
Und das fand ich jetzt schon ganz interessant. Ich habe mit dem Geschäftsführer hier gerade gesprochen und hat uns ein bisschen was erzählt, war richtig interessant. Also ja, und wie gesagt, ich finde die ja sowieso gut. Da hat man wenigstens einmal richtig Ordnung in seinem System drin. So, hier gibt es auch einen Do-It-Yourself-Boulevard. Da gehen wir mal hin und folgen mal dem grünen Pfeil. Jetzt sitzt du für einen Blödsinn da. Dass wir jetzt auf den Do-It-Yourself-Boulevard gehen. Ja. Eine Stunde gesucht. So, rechts hier die Treppe hoch und dann müssen wir doch irgendwann da sein, ne? Nee, warte, dann ist das da. Dann kann das ja nur da sein. Hier ist der grüne Pfeil. Also rechts hoch. Ja, da, so, da ist der. Ja, vor allem, das sind ja auch Hersteller dabei, die man ja auch kennt. Ja, genau. Nicht irgendwelche, ja. Ja, was ich meine. Genau. Ja, wir lassen uns mal überraschen. Wir nehmen euch mit. Die muss ich euch natürlich auch zeigen, ne? So, wir sind der grünen Linie gefolgt und sind jetzt auf dem Do-It-Yourself-Boulevard. Und hier gucken wir mal, was hier so los ist. Ja, der Do-It-Yourself-Boulevard besteht eigentlich aus kleinen Ständen, so wie ihr hinterher mir sehen könnt. Und im Prinzip, sage ich mal, ist es genau das, was es auch im Baumarkt gibt. Ja. Und ja, habe ich mir jetzt ein bisschen mehr vorgestellt, dass hier auch die Firmen sich besser präsentieren und nicht mit ihren Baumarktprodukten. Na gut, aber wieder eine Erfahrung reicher, ne? Wir sind enttäuscht. Wir holen uns gleich ein Eis. Ja, genau. Ein Eis macht immer wieder alles gut. Und Hunger habe ich vor allen Dingen, ne? Das merkt man auch, dass du Hunger hast. Ja, ich werde unleidlich. Eine Diva. Genau. So, es ist schon wieder ein Tag später. Wir sind gut nach Hause gekommen. Wir sind gut nach Hause gekommen und Mike ist auch wieder bei sich zu Hause angekommen heute Morgen. Ich habe jetzt nicht ganz so viel von der Eisenwarenmesse gefilmt, weil ja, immer da ein bisschen gucken und ab und zu habe ich euch ja mitgenommen. Aber der Bauboom Bang, der hat ein schönes Video hochgeladen und auch der Ali, der Bastler. Und ich verlinke euch mal die beiden Kanäle da oben, beziehungsweise die Videos. Und dann könnt ihr da ja auch nochmal nachgucken, weil ja, da habt ihr noch ein paar Infos dazu. Also ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was ich da gesehen habe. Wir haben eine ganze Menge Infos mitnehmen können, aber es ist wirklich schon eine Eisenwarenmesse. Also mit Holzbearbeitung hat das nicht viel zu tun und von daher ist das mehr für die Metallbearbeitung gewesen. Aber trotzdem ganz interessant. Ich zeige euch mal, ich habe euch ja gesagt, dass ich die Hütte neu mache und hinter mir seht ihr, dass hier gearbeitet wird und schon eine ganze Menge passiert ist. Ja, ich lasse euch auf jeden Fall immer noch ein Update über Instagram. Werde ich immer noch so ein paar Videos, ein paar Bilder posten. Und die Gewinner, die sollen mir bitte schreiben, dass ich die Codes zu euch schicken kann. Ja, und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, ne? Tschüss!